Hier im Süden der Kölner Altstadt, unweit des Rheines, liegt St. Maria am Kapitol, die größte romanische Kirche der Stadt. An dieser Stelle stand bereits zu römischen Zeiten der Kapitolstempel, daher der Zusatz im Kapitol. Unter den Franken entstand Anfang des 8. Jahrhunderts eine Kirche auf den Überresten des Tempels. Im 11. Jahrhundert wurde dann die heutige Kirche gegründet und im Laufe der Jahrhunderte erhielt sie ihre heutige Struktur. Damit ist dieser Ort seit fast 2000 Jahren ein spiritueller Ort. Doch dazu später mehr. Schauen wir uns erst einmal die heutige Kirche an. Das eigentliche Kirchengebäude ohne Nebengebäude ist eine Länge von etwas über 75 Meter in Ost-West-Richtung und eine Breite von etwas über 50 Meter. Die Kirche folgt auch in ihrer heutigen Form den Baugedanken des 11. Jahrhunderts, obwohl sie im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde und auch davor schon Änderungen erfuhr. Im Osten ist die sogenannte Drei-Konchen-Anlage herausragend. Eine Konche, vom lateinischen Concha, Muschel, ist dabei in der Architektur eine Einbuchtung oder halbrunde Wandnische. Von Nischen kann hier kaum noch die Rede sein, da es ausgeprägte seitliche Erweiterungen des Kirchenchores sind. Von oben betrachtet sehen die drei Konchen aus wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Der Chorstuhl wurde hier zum ersten Mal in dieser Form in Mitteleuropa gebaut. Messungen haben ergeben, dass er das geometrische Ebenbild der Geburtskirche in Bethlehem ist und damit auch zu St. Maria Maggiore in Rom. Bronzeplatten im Fußboden mit den Grundrissen der Kirchen, die rechts und links der mittleren Konche im Fußboden eingelassen sind, zeigen die Verwandtschaft. Allen drei Kirchen ebenfalls gemein ist, dass in ihnen jeweils die erste Weihnachtsmesse gefeiert wird und nicht etwa im Kölner Dom oder im Petersdom. Da die Kirche auf einem Hügel liegt, musste der Chorstuhl mit einer dreischiffigen Krypta unterbaut werden, um dem Gefälle Richtung Rhein gerecht zu werden. Auf der Westseite standen einmal drei Glockentürme, von denen der mittlere jedoch 1637 einstürzte. Auf diesem Ausschnitt des Kölner Stadtplans von 1570 ist der Turm noch in voller Höhe zu sehen. Auf dieser Zeichnung von 1665 ist der Turm kleiner wieder aufgebaut worden, sodass er eigentlich kein Turm mehr war. Nach der Zerstörung der Kirche im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche so wieder aufgebaut, dass an dieser Stelle kein Turm mehr ist, sondern das Kirchenschiff bis zum Ende verlängert wurde. Im Eingangsbereich der Kirche ist ein Wandgemälde zu sehen, das auf die Legende um den heiligen Hermann Josef von Steinfeld hinweist. Dabei wurde der später heilig gesprochene Hermann um 1150 als Sohn armer Eltern in Köln unweit der Kirche geboren. Sein Vater war Schuster. Die Legende erzählt, dass Hermann als Kind Maria einen Apfel für das Jesuskind geben wollte, die daraufhin tatsächlich lebendig wurde, den Apfel annahm und dem Jesuskind gab. Zur Belohnung durfte Hermann mit dem Jesuskind spielen. Später, als er bei Maria klagte, dass sein Vater nicht mehr sein Schulgeld zahlen könne, zeigte diese ihm eine Bodenplatte im Kreuzgang, unter der er eine Goldmünze fand. So konnte er weiter zur Schule gehen. Hermann wurde schließlich Mönch im Kloster Steinfeld in der Eifel, wurde ein angesehener Seelsorger und Beichtvater. Seine Heiligsprechung wurde bereits 1626 beantragt, er seitdem als Heiliger verehrt, jedoch erst 1958 tatsächlich ausgesprochen. Der Zweitname Josef rührt aus dieser Mariengeschichte. Das erklärt auch, warum bis auf den heutigen Tag zu Füßen der Marienstatue im Chor Äpfel liegen, die für die Bitten und als Dank für erhörte Gebete stehen. Um 1240 wurde das Mittelschiff des Langhauses erhöht
und erhielt das hier zu sehende sechsteilige gotische Kreuzrippengewölbe. Vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war dies noch deutlich prunkvoller und mit Fresken verziert. Die hier im südlichen Seitenschiff ausgestellte Holztür zählt zu den bedeutendsten noch erhaltenen Türen der Kunstgeschichte. Es sind noch die Originalaußentüren der Kirche, als diese um 1060 vollendet wurde. Allerdings waren sie damals das Portal der gegenüberliegenden Nordkonche. In den 1930er Jahren wurden sie zum Schutz in den Innenraum gebracht, da die zwei über 950 Jahre alten Türflügel hier sicherer aufgehoben sind. Für Erstaunen sorgen auch die sogenannten St. Mariens Rep auf Hochdeutsch, Sankt Mariens Rippe. Die Knochen stammen aus dem Brustkorb und dem Kiefer eines Grönlandwals, der während der Eiszeit hier im Rhein geschwommen sein muss. Wie die Knochen hier in St. Maria gelangt sind und warum, ist völlig unklar. Doch auch der darunter stehende alte Beichtstuhl ist mit seinen Holzarbeiten sehenswert. Zwei Grabplatten sind ebenfalls in der Kirche ausgestellt. Die eine bedeckte den Sarkophag von Plektrudis, der Ehefrau von Pipin dem Mittleren, dem karolingischen Majordomus. Damit war er von 679 bis 714 der tatsächliche Machthaber im Frankenreich. Köln war ja 455 von den Franken erobert worden. Plektrudis stiftete um 715 hier eine erste Marienkapelle, die auf den Überresten des ehemaligen römischen Kapitolstempels errichtet wurden. Vermutlich 725 wurde sie selbst dann in dieser Kapelle beigesetzt und wird seitdem als Gründerin der Kirche verehrt. So nett, wie sich das anhört, war Plektrudis aber bei genauerem Hinsehen nicht. Davon erzählt eine Sage um Ida und Karl. Plektrudis Mann, Pipin der Mittlere, hatte mit einer Nebenfrau zwei weitere Kinder gezeugt. Da ihre eigenen zwei Söhne 714 bereits verstorben waren, wäre der Titel des Majordomus an Karl, den Sohn der Nebenfrau, übergegangen. Sie hätte den Majordomus aber gerne an ihren Enkel übergeben, der zu diesem Zeitpunkt aber erst 6 Jahre alt war. Deshalb hasste sie Karl und es entstand ein Machtkampf um die Nachfolge. Ida, eine Nichte Plektrudis, die am Hofe lebte, soll sich vorher beim Aufenthalt Karls in diesen verliebt haben. Als sich die Gelegenheit ergab, setzte Plektrudis Karl gefangen, um ihn aus dem Weg zu räumen. Als Ida im Garten spazieren ging, hörte sie Karl im Kerker singen. Sie plante, Karl zu befreien, und dies gelang ihr auch. Plektrudis zwang daraufhin Ida, in das von ihr gegründete Stift einzutreten, also quasi ins Kloster zu gehen. Plektrudis ließ Ida berichten, Karl sei gefallen. Ida soll daraufhin an gebrochenem Herzen gestorben sein. Und so geht die Legende um, dass auch heute noch im Kreuzgang von Maria im Kapitol die Stimmen der Liebenden zu hören sein sollen. Seitlich, neben dem Altar, gehen Treppen hinunter zur Krypta. Wir erwähnten, dass die Kirche durch das Gefälle zum Rhein hin unterbaut werden musste. Außen, östlich der Kirche, hat man das Gefühl, die Krypta befände sich im Erdgeschoss. Die westliche Wand der Krypta ist die Grundmauer des früheren römischen Kapitoltempels. Die Römer erbauten an dieser Stelle im 1. Jahrhundert nach Christus auf dem kleinen Hügel am Rhein einen Tempel zu Ehren ihrer Hauptgötter Jupiter, Juno und Minerva. Jupiter ist der Name der obersten Gottheit der römischen Religion. Juno galt als Göttin der Geburt, der Ehe und Fürsorge. Der Monatsname Juni leitet sich von Juno her ab.
Minerva entspricht der griechischen Göttin Athene. Im Gegensatz zu Mars ist Minerva die Göttin des Verteidigungskrieges. Im Römischen Reich wurde Minerva zunächst vornehmlich als Beschützerin der Handwerker und des Gewerbes betrachtet. Zurück vor die Kirche. Östlich der Kirche liegt die sogenannte Dreikönigspforte. Früher war sie der Durchgang zum ehemaligen Immunitätsbezirk des hochadligen Damenstifts, also des Klosters, das hier möglicherweise bereits von Plektrudes gegründet wurde und erst aufgelöst wurde, als Köln Ende des 18. Jahrhunderts französisch besetzt war. Der Name der Pforte rührt daher, dass die Gebeine der heiligen Könige, nachdem Kaiser Barbarossa Mailand erobert hatte, 1167 von dort durch diese Pforte nach Köln gelangt sein sollen. Der Kanzler Barbarossas war der Kölner Erzbischof Reinald von Dassel und der hatte Barbarossa in seinem Feldzug in Norditalien und gegen die Stadt Mailand beraten. Daher erbat er sich vom Barbarossa aus der Kriegsbeute die Reliquien der Heiligen Drei Könige. Seine Büste ist hier auf dem Dreikönigsschrein zu sehen. Es gibt eine weitere Legende zu der Kirche, und zwar die einer Geistermesse. Demnach soll ein junger Mann nach Mitternacht an der Kirche vorbeigekommen sein und diese hell erleuchtet vorgefunden haben. Neugierig, wie er war, betrat er die gut besuchte Kirche und nahm in der letzten Reihe Platz, um der Messe beizuwohnen. Erst als er kurz vor Ende der Messe zum dritten Mal aufgefordert wurde, jetzt besser die Kirche zu verlassen, merkte er, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Es sich um eine Geistermesse handelte und verließ die Kirche im letzten Moment, bevor sich die Gesellschaft auflöste und ihn sonst womöglich mitgerissen hätte. Wir hoffen, die Eindrücke und die vielen Geschichten rund um die heute etwas versteckt liegende Kirche haben neugierig gemacht. Bei einem Besuch in Köln lohnt eben nicht nur ein Besuch des Doms, sondern auch St. Maria im Kapitol sei wärmstens ans Herz gelegt. Es gibt wenige Orte, an denen man 2000 Jahren Spiritualität so nah sein kann.